Trommelwirbel. Was war das denn bitte für ein spektakuläres Let's Dance Finale? Mit Samba, Tango, langsamer Walzer, Rumba, Quickstep und natürlich nicht zu vergessen den individuellen Freestyles haben unsere Finalisten noch einmal eindrucksvoll beweisen können, was in ihnen steckt. Doch am Ende kann nur einer Dancing Star 2024 werden. Und es ist Gabriel Kelly. Gabriel liefert im Finale richtig ab. Ein perfekter Abschluss für einen perfekten Finalabend. In allen drei Tänzen liefert Gabriel Kelly gemeinsam mit Profitänzerin Malika Tschumev Höchstleistung ab und sichert sich die vollen 90 Punkte von der Jury. Schon mit seinem Jury-Tanz, einer Samba, haut der Kelly Spross alle vom Hocker. Für Let's Dance, Juror Joachim Jambi, war das gar die beste Samba aller 17 Staffeln. Dafür gibt's verdiente 30 Punkte. Und auch in seinem Lieblingstanz, dem Tango, beweist Gabriel in Jambis Augen, dass er in dieser Staffel einfach der Beste ist. Mit seinem Final-Freestyle macht er seinen Durchmarsch im Finale perfekt. Denn auch als Romeo kann er die Jury überzeugen und Papa Angelo Kelly kämpft nach Gabriels letztem Tanz im Publikum sogar mit den Tränen. Gabriel holt sich zum dritten Mal an diesem Abend die Höchstpunktzahl. Gabriel Kelly gewinnt die 17. Let's Dance Staffel, als es im Februar endlich wieder hieß Let's Dance. Da war für unsere insgesamt 14 Promis und Profis noch alles offen. Klar, Gabriel Kelly entpuppte sich als Direktticket-Gewinner ziemlich schnell als Favorit. Doch die Konkurrenz schlief nicht. Vor allem nicht Detlef D. Soest, der unter anderem mit seiner Power Samba zeigte, was wirklich in ihm steckt. Das Feld von hinten rollte dann ganz überraschend Jana Wosnitzer auf. 12 Punkte gab's für sie sowohl in der Kennenlernshow als auch in der ersten Live-Sendung. Doch dann ging es für die RTL-Sportmoderatorin steil bergauf. Und spätestens nach ihrem 30-Punkte-Quickstep in Show 8 war klar, sie ist eine würdige Anwärterin fürs Finale. Ob Jana, Gabriel oder Detlef, am Ende hätten wohl alle drei den Sieg verdient. Dennoch kann es auch in der 17. Staffel nur einen Gewinner geben. Und wir sagen von Herzen, herzlichen Glückwunsch Gabriel, der sich schließlich gemeinsam mit Tanzprofi Malika durchsetzen kann und den Let's Dance Pokal mit nach Hause nimmt.